Endlich! Die ersten Tiere halten Einzug im neuen Eismeer. Wird Ihnen Ihr neues Zuhause gefallen? Jetzt holen wir die Pinguine erstmal einzeln raus. Wir haben unsere Handschuhe schon angezogen. Die geben wir erstmal da rein und dann lassen wir sie nacheinander, denke ich mal. Stellt ihr sie da einfach auf die Plattform und gucken wir, was sie machen. Ja. Klein, aber nicht zu unterschätzen. Trotz ihrer langen Reise aus dem Zoo Edinburgh, von Müdigkeit keine Spur. Wer hätte den zugereisten Schotten so viel Temperament zugetraut? Skeptische Blicke. Eine erste Orientierung, doch noch ist alles fremd. Das ist der erste Ausbrecher. Mutige vor. Der erste Kundschafter erscheint in der antarktischen Anlage. Endlich ist das Eis gebrochen. Die gesamte Pinguinschar hat ihre anfängliche Scheu überwunden. Das neue Zuhause wird im Pinguinmarsch erobert und einer sorgfältigen Prüfung unterzogen. Ein Umzug ist immer ein aufregendes Erlebnis. Es gibt so viel zu entdecken. Aber hier scheint es Ihnen doch sehr gut zu gefallen. Heute sind unsere 20 Eselspinguine aus England gekommen. Die haben wir gleich auf die antarktische Pinguinanlage setzen können. Wir haben die heute den ganzen Tag schon geputzt, auch das Wasserbecken sauber gemacht. Und jetzt sind die komplett quasi schon unterwegs. Die haben auch alles schon in Beschlag genommen. Also sie waren gleich im Wasser unterwegs. Sind jetzt oben auch schon auf der Kolonie. Sind zwar noch in zwei Gruppen unterwegs, also 6 sind noch da hinten auf der Fütterungsplattform. Aber die werden sich dann sicherlich alle schnell finden. Und das ist natürlich jetzt schon ein Meilenstein in dem Eismeerbau, ne? Dass jetzt alles langsam vorwärts geht, die ersten Tiere in den Anlagen sind. Während einige die Kolonieplattform, also das Wohnzimmer, bereits in Beschlag genommen haben, schauen sich andere im Esszimmer um. Oder wagen den steilen Aufstieg auf dem Weg zurück zur Kolonie, immer unter liebevoller Aufsicht. Jetzt wird es erstmal so aussehen, dass ich die Nacht hier verbringen werde. Sprich, ich passe damit auf, dass keiner rausspringt, gerade jetzt hier bei den Scheiben und so weiter. Und dann wird sich das die Tage langsam alles einspielen, dass sie zum ersten Mal Futter bekommen und dass sie wissen, wo an welcher Stelle in der Anlage alles sich befindet. Also ich hoffe, dass es jetzt so ruhig bleibt wie jetzt eben. Dann kann ich vielleicht noch ein bisschen meine Nacht genießen. Ansonsten habe ich quasi eine Decke bei, warmen Tee, setze mich hier hin und passe auf, dass nichts passiert. Und bald lernen Sie auch Ihre neuen Nachbarn kennen, die Königspinguine.